Ich habe andere, ja, das können wir später machen. Ich bin mal wieder im Smoke Barbecue eingeladen worden und freue mich wie Bolle darüber. Ursprünglich war ich davon ausgegangen, dass ich ins literarische Sextett eingeladen bin, um über den Schmöker des Jahres, Alto Belli, Killer Kulten Capriol, zu sprechen, aber weit gefehlt. Düsseldorf geblieben. Ah, da muss ich hin. Da. Ach, ist der doch, das war der. Was ist denn der hin? Wer denn? Dieser, soll ich zurück? Ja, da war der Rummenigge. Rummenigge? Der da? Wo ist der denn? Hier rechts. Ich hatte die Brille auf, ich sehe das ganz schlecht. Wer könnte das jetzt? Ach, das Sie stehen hier im absoluten Halteverbot. Kommen Sie bitte rein. Nehmen wir den mit? Kommen Sie schnell mit rein. Das ist der. Das ist der. Das ist der. Wer soll er denn sein? Es geht um Fußball. Mensch, sonst hätte mich Halbangst doch gar nicht eingeladen. Wir reden über Fußball. Warum? Es kommt das Derby. Freunde, wir reden von dem Derby schlechthin. In der einzigen Domstadt Deutschlands, in der die Domplatte geentert wurde. Und eins ist ja klar, wenn Halbangst einlädt, dann kommen normalerweise Granatengäste. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich will hoffen, es ist ein echter Spurensohn. Ein verdammter Spurensohn, der sich auf den Spuren von Fortuna Düsseldorf bewegt. Ich habe nur gehört, er kommt mit dem Schiffchen. Ist der Thomas Alloff? Nee, das ist der andere. Der andere? Der andere. Nee, der andere kenne ich, mit dem ich nicht verheiratet. Corona runtergelassen? MS Corona, ja. Dann ist die Unsinkbar 2. Aber herrlich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Auf einmal mal ein Rötchen, Else, komm. Was ist denn damit? Guck mal hier, zack. Soll gesund sein. Abzug, ja. Ja. Hey, wunderbar, ja. Stößchen. Das tötet auch die ganzen Viren. Das Cola und Bier nicht zusammen trinken, sonst kollabierst du. Ja. So, jetzt ab dafür. Ich gebe schon mal in die Zentrale. Hör mal, was denn? Ja, der Gast ist an Bord. Der Gast. Darf ich ihn gleich anfassen? Nein. Das ist unser J, den kannst du nicht anfassen. Das ist der Fußball, Fußball-J. Ein kleines bisschen. So, hier. Oh, ja, ja. Guck mal hier, wer das da ist hier. Guck mal. So, ich glaube, wir sind schon da. Ist die Tür langsam auf, was passiert. Aber eine gute Fahrt. So. Kannst du denn mal die Tür aufmachen hier, schätze ich? Meinst du, wir lassen ihn raus? Nein, das ist ja überragend! Klaus Allofs! Klaus, wir sind ja unter 1000 Leuten, deswegen dürfen wir uns versammeln. Virus hat keinen Zutritt. Es ist super, dass du da bist. Aufgewachsen in Gerresheim. Bin gerne gekommen, ja. Ganz schnell, wichtigste Frage vorneweg. Getränke, sorry Männer, möchtest du... Möchtest du lecker alt oder möchtest du
Plörre. Plörre aus der Domstadt. Schon die erste Fangfrage, ne? Oder wie ist das? Ne? Überhaupt nicht. Also, ja, da machen wir den Alt auf. Sollen wir den Alt auf machen? Ja. Wir haben für dich natürlich eigens einen Girondin Bordeaux auch besorgt. Ja. Der 89er Jahrgang. Ja. Aber ja, da warst du, glaube ich, gerade in Bordeaux, ne? 89 war das, ja. Und möchtest du vielleicht den haben? Nee, lass mal. Nee, gut. Nee, lass mal. Ist schon auch gut. Tetrapack. Gut, machen wir einen Alt auf. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Kennst du Halbangst überhaupt, die uns hier eingeladen haben? Ach, ich habe davon gehört, aber ich bin jetzt kein Insider, dass ich weiß, was Halbangst in der Vergangenheit verbrochen hat. Obwohl du die nicht kennst, kennen die dich schon lange und haben dich sogar schon mal besungen. Also du hast ein eigenes Lied sogar von Halbangst. Gleich als ich ihn gehen sah, dachte ich, was will er da? Der Alois Klaus mit Geißbock drauf, das sieht beschissen aus. Auch ganz in Rot mit viel Bordeaux wurdest du nicht richtig froh. Nach Bremen jetzt auch noch VW, ich heul, wenn ich das seh. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, du Fortuna, denn nur wir sind dein Verein. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben, das wär besser für dich. Überragend. Schönes Lied. Schönes Lied, ja. Ja, hast du es jemals eigentlich bereut, deine Heimat verlassen zu haben und die weite Fußballwelt gegangen zu sein? Ganz ehrlich, nein. Nein. Obwohl die ersten Jahre in Köln, oder besonders das erste Jahr in Köln, ganz... Die Zeit. Oh, in der das Wasser wieder steigt, es kommt die Zeit. Oh, in der das Wasser wieder steigt. Da müssen wir jetzt durch, Klaus. Da müssen wir durch. Ich versuche das zu verhindern, ja. Also dein erstes Jahr in der Domstadt? Das erste Jahr in der Stadt, ja. Genau, man kann X sagen, ja. Das war nicht einfach. Es war sogar fast schon so weit, dass ich wieder zurück nach Düsseldorf gekehrt wäre. Dann gab es wirklich eine tolle Wende und es waren wirklich gute Jahre. Also von daher war es, um es kurz zu machen, ich habe es nie bereut, eben wegzugehen, aber nicht, weil ich Fortuna verlassen wollte. Oh, du wunderschöne Fortuna, du sollst ewig deutscher Meister sein. Was macht er denn bei F95? Was macht er denn da? Warte nochmal! Klaus, kommen wir ganz schnell kurz zum Derby? Können wir mal zur Sache kommen? Wir kommen jetzt zum Fußball. Ja. Nein, in ein paar Tagen ist das elektrisierende rheinische Derby endlich mal wieder in der ersten Liga auch. Du hast jetzt für beide Mannschaften, beide Vereine gespielt, bist für beide bist Torschützenkönig der Bundeswehr geworden. Wollen wir nicht vergessen. Wie viele rheinische Derbys hast du eigentlich gespielt? Und gibt's eins, was so besonders heraussticht? Was war das Geilste? Boah, das ist so lange her. Das ist wirklich, also das, ich bin auch ganz schlecht so im Rückblick so auf die Zeit. Ich weiß, dass das immer heiße Spiele waren, sowohl während der F95-Zeit. Aber auch bei den Rückspielen, ne? Das war natürlich was ganz Besonderes. Ne? Dann eben ja, so vielleicht Pokalfinale 80? Ja, gut, ja klar. Sicher, wenn du Pokalfinale sagst, das war natürlich was Besonderes. Zweimal hintereinander eben gegen den FC zu spielen. So, das erste war jetzt nicht so schön vom Ergebnis her, aber natürlich ein Riesenerlebnis für uns damals. Aber dann im nächsten Jahr oder im folgenden Jahr das dann wieder gerade richten zu können und wieder im Endspiel gewesen zu sein, also das war schon toll. Gehst du hin zum Derby? Ja, ich glaube, dass ich mir das anschaue, ja. Und drückst beiden die Daumen. Ja, das ist schwer, ne? Das ist Fortuna ist mein Club, ne? Das ist. Oh, ja, was denn jetzt? Ja. Habe ich ja extra gemacht. In der Zeit kann ich erst trinken. Deutscher Meister sein. Klaus, du hast wir nehmen uns eben Trinkpausen, das ist in Ordnung, ne? Ja. Man muss aber eins auch, entschuldige, wenn ich hier gerade unterbreche, eins mal ganz deutlich herausstreichen. Du bist einer der größten Fußballer, die Landeshauptstadt hier hervorgebracht hat und hast deinem Verein der Fortuna mal richtig den Arsch gerettet, weil du 1981 für 2,25 Millionen, damals die Rekordablöse schlechthin, in die Domstadt gewechselt bist. Dein Bruder ist ja auch gewechselt von TuS Gerresheim. Zur Fortuna damals. Also ihr habt ja beide großartige Wechsel gemacht. Und ja, wir natürlich. Haben die ganz alte Zeit beleuchtet, ja. Mit aktuellen Stimmen. Aktuellen Stimmen, gut.
Und ich stehe hier mit Peter Müller, amtierenden Geschäftsführer der Turn- und Sportgemeinschaft Gerresheim und Glashütte e.V. Peter, Klaus Allofs ist zu Gast. Was fällt dir ein? Wir haben mehrere Nationalspieler, die ihre Jugend hier verbracht haben. Er war auch nicht der erste Nationalspieler, den wir hatten, sondern das war Willi Wiegold. Aber er war natürlich unser erfolgreichster, den wir nun hatten auch. Und jeder kennt in Gerresheim Klaus Allofs. Mittlerweile sind es wieder 12 Jahre her, Klaus, dass du das letzte Mal Kontakt mit TuS Gerresheim hattest. Es wird mal wieder Zeit, dass wir den Kontakt auffrischen. TuS Gerresheim feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Vereinsbestehen. Aus dem Grunde werden wir am 20.06. hier einen Tag der offenen Tür, ein Familienfest veranstalten, ein Jugendturnier geben, also Kicker, die in deinem Alter sind, in dem du früher hier gespielt hast. Also ich denke, das sind Gründe, einfach mal wieder hier vorbeizuschauen. Wir könnten dir dann auch wirklich ein richtiges Schätzchen zeigen, was ich gefunden habe. Die Originalmitgliedskarte von dir und deinem Vater mit der bekannten Adresse Märkische Straße noch. Alles das könnten wir dir dann zeigen und es wäre einfach mal wieder schön, wenn du dich mal wieder blicken lassen würdest. So, wir stehen jetzt hier auf der wunderschönen Anlage des TuS Gerresheim und ich habe zwei ehemalige Weggefährten vom Klaus hier. Einmal Klaus Petri, sein ehemaliger Spielkameraden, und Arno Mucha, damaliger Verantwortlicher hier im Verein. Klaus, du hast damals mit Klaus Allofs zusammengespielt. Erzähl mal, wie war das so? Wir sehen hier wunderschöne Bilder. Hallo Klaus, ich hoffe, du kennst mich noch, aber ich denke schon, ich habe mich ja kaum verändert. Mir fällt gerade spontan so ein Spiel in Metzkausen ein, an der legendären Platzanlage an der Bergischen Landstraße. Und da haben wir, war ein entscheidendes Spiel, wir haben 22-0 gewonnen und ich habe ein Tor mehr geschossen als du. Wunderbar, genau so muss es sein. Arno, ganz kurz, wie war das damals mit dem Wechsel von Klaus und Thomas Allofs vom TuS Gerresheim zu Fortuna Düsseldorf? Damals, als der Klaus gewechselt ist, da haben wir 5.000 D-Mark bekommen. War natürlich zu der damaligen Zeit auch viel Geld, aber wenn ich heute die Ablösesummen da höre. Und der Thomas, der ist noch etwas früher gegangen und da haben wir überhaupt nichts für gekriegt, aber dafür hat sein Vater zu der damaligen Zeit oder seine Eltern einen Fernseher bekommen. Schwarz-Weiß oder Farbe? Das war noch schwarz-weiß gewesen. Klaus, du hast gehört, du bist hier in guter Erinnerung. Hau rein, besuch mal den TuS Gerresheim wieder. Mach's gut, ciao. Ja, Fernseher für deinen Vater, für deine Eltern damals, für den Tommy. Ja, aber muss schon in Farbe gewesen sein. Muss ja, Farbe ja, gewesen sein. Ja. Also, ja, der Rückblick, der verklärt so einiges. Auch was Klaus Petri erzählt hat. Also, ich kann mich nämlich an dieses Spiel auch genau erinnern. Also, wenn Klaus ein Tor mehr geschossen hätte, dann hätte er 10 Tore geschossen, weil ich in dem Spiel 9 Tore geschossen. Wir haben 22-0 gewonnen. In Metzkausen, beim TSV Metzkausen. Genau, ja. Da haben sie sich heute noch nicht von erholt. Nein. Es ist noch viel schlimmer. Den Fußballplatz gibt es nicht mehr. Oh. Ja, wie gesagt, 5.000 Mark darf es damals für TuS Gerresheim, 2,25 Millionen von Köln an die Fortuna. Du darfst das. Nein, gar nicht. Du sollst ewig deutscher Meister sein. Hast du da eigentlich jemals drüber nachgedacht, hast du so empfunden, dass du deinem Heimatverein wirklich damals vor dem Ruin bewahrt hast? Also ich wusste ja, wie sich die Situation damals dargestellt hat. Und es gab immer diese Diskussion, also wenn es ein Angebot gibt, ja, dann werden wir Klaus Allofs auch verkaufen oder vielleicht auch Thomas. So aber eigentlich habe ich selber gar nicht daran geglaubt, weil ich habe zwar im Vorfeld oder nach der Saison habe ich damals mit Hannes Löhr verhandelt und wir haben einen Vertrag ausgehandelt, aber es gab noch gar keine Einigung zwischen den Clubs und ich habe dann Urlaub in Portugal gemacht und das ist so lange her, es gab kein Fax, die Nachricht kam per Telex. Wir haben uns mit Fortuna geeinigt. Trainingsbeginn dann und dann. Ditsche! Digga! Was ist denn hier los? Wo ist denn mein Ingo, Mann? Digga, wir quatschen hier gerade ein bisschen über Derby und sowas. Kann ich mal einen Hobel haben? Einen erstklassigen Hobel. Aber du bist doch zweite Liga, oder? Hamburg? Du doch bald auch. Klaus, ich habe noch was Schlimmes für uns beide, nicht nur für uns, für alle. Wenn wir Halbangst, wenn die einladen, haben die auch ihre Hausband immer dabei. Und keine Veranstaltung hier im Smoke Barbecue ohne Gassenhauer von der Hausband von Halbangst.
da müssen deine Ohren durch, da müssen meine Ohren durch, da müssen eure Ohren durch. Ja, ziehen uns das jetzt mal eben rein. Das ist nie lustig, aber wir müssen, es muss sein. Ja. Muss sein. Wo sind diese Tage, an denen wir glaubten, wir könnten nicht mehr verlieren? Wir waren schon mal besser drauf und hatten echt nen Lauf. Ein eingeschworener Haufen mit Visier. Doch das war alles früher, die Angst geht um und an. Erinnern wir uns, was mal gewesen war. Und sie dort wieder, diese zweite Liga, die sich anfühlt, als würde die Zeit stillstehen. Auf dem Verlierer Straße, in Saarbrücken verladen, sind wir euch da sitzen, wissen, dass wir sauer sind. In welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam waren. Drei Punkte, dass wir immer noch hier sind. Und sieh dort wieder diese zweite Liga, die sich anfühlt, als würde die Zeit stillstehen. War jetzt anstrengend, ne? Fand ich jetzt irgendwie. Ja, aber Sie haben es mit Begeisterung gespielt, fand ich, ne? Oder? Super Gig, ja. Ja, Sie sind sehr enthusiastisch dabei, das ist natürlich richtig. Apropos Enthusiasmus, ich weiß ja, dass du ein alter Obstkenner bist. Darf ich hier keinen Mist machen? So, ein alter Obstkenner. Ja, die Banane habe ich erkannt. Auf, Klaus, wir haben hier Bananen, Äpfel und Pflaumen. Ach so, ja. Ich danke für den appelliere Hinweis an deinen gewandten Sprachgebrauch. Wie genau bezeichnet man einen Linienrichter? Lass doch mal die Fahne unten, du Banane. Würde ich dieses Teil mal in die Hand nehmen. Ah. Ja. Aber man kann es ja auch erkennen. Aber ja? Du erinnerst dich. Ja. Du erinnerst dich gut. Ich kann mich sehr gut erinnern, ja. Pokalspiel, ne? Du hast den angeraunzt. Nein, das war ein Meisterschaftsspiel. Okay. Irgendwie, ja, gab es eine Entscheidung vom Linienrichter. Abseits gewunken, glaube ich. Abseits, sehr wahrscheinlich. Und dann, weil er das schon ein paar Mal hintereinander gemacht hat, habe ich gesagt, lass doch mal die Fahne unten, du Pflaume. So, das fand er nicht so gut und ich bin vom Platz gestellt worden. So, das war an sich schon schlimm. Aber das Schlimme war eigentlich, dass ich war damals, glaube ich, war es mit Rudi Völler, waren wir im Kampf um die Torjäger, ja. Kanone. Und es waren noch zwei Spieltage oder drei Spieltage. So, und eine Sperre konnte ich dann natürlich gar nicht gebrauchen. Und dann haben wir bei der Verhandlung in Frankfurt, ich weiß noch, Hans Noack waren wir damals mit dabei, und dann haben wir argumentiert, dass du Pflaume also in Düsseldorf überhaupt kein Schimpfwort ist. So, und stimmt ja auch. Stimmt ja auch, ne? Und sie konnten uns so einigermaßen folgen. Und das Ergebnis war keine Sperre, aber 1000 D-Mark Geldstrafe. Und ja, das Happy End war vor allen Dingen, ich durfte weiterspielen und bin Torschützenkönig geworden. Sauber! Ja, sauber! Hey, und Rudi Völler hat 20 Jahre später Einschrot dagegen eingelegt. Genau. Das weiß ich auch noch. Aber ist abgewiesen worden. Ist abgewiesen ja. worden. Klaus, wenn wir schon in den alten, uralten Kamellen herumleuchten und herumwabern, da fällt einem natürlich immer sofort das Europapokalfinale in Basel ein, 79. Halbangst hat übrigens den Finalort Basel neulich nochmal besucht. Ja. Yeah.
Das ist großartig. Das ist überragend. Überragend. Ja, Klaus, ich meine, es ist fast 41 Jahre her. 41 Jahre. Sieht man dir null an. Sag mir in ganz kurzen Worten deine prägnantesten, fettesten, geilsten Erinnerungen an dieses Europapokalfinale gegen den FC Barcelona. Erstmal die Wahnsinnsunterstützung der Fans damals, das war ja außergewöhnlich. Weniger außergewöhnlich war, dass wir dann ein paar Tage später im Rheinstadion nur 16.000 Zuschauer hatten. Das war nicht so schön, aber das war natürlich sensationell und eben dieser Weltklasse-Mannschaft Barcelona eben wirklich so gegenhalten zu können. Also da sind wir wirklich an dem Tag, sind wir über uns hinausgewachsen und haben sensationell gut gespielt. Und das war einfach eine gute Mannschaft. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich die Jungs von damals sehe. Es waren richtig gute Fußballer und bei vielen ist das gar nicht so wahrgenommen worden, aber wir hatten eine richtig gute Mannschaft. Deine Augen leuchten ja jetzt, wenn du davon redest. Nein, das ist ja Wahnsinn. Nein, ist ja auch so. Das ist ja egal, ob das aus Gerd Zewe oder Gerd Zimmermann oder Dieter Brey, weil ich den jetzt am letzten Wochenende habe ich ihn auch gesehen. Also das war schon eine tolle Mannschaft. Mein Bruder Wolfgang Seel, Hubert Schmitz und. Ich könnte jetzt noch ein paar aufzählen. Also da hat F95 schon eine gute Mannschaft gehabt. Ehre, wem Ehre gebührt. Du hast das Ding ja dann noch gewonnen, 92 versus AS Monaco mit Werder Bremen. Tor gemacht und vorbereitet im Finale. Ja. Also du bist da ganz safe. Apropos Tor. Es ist ja bis heute in den Geschichtsbüchern total strittig, wer in der, glaube ich, 12. Minute das 1-1 geschossen hat gegen Barcelona. Ihr seid ja beide reingegrätscht. Mhm. Wir wollen das heute Abend endgültig auflöseln und eruieren. Und Wir haben, Klaus, das Bildmaterial nochmal gesichtet von vor 41 Jahren. Ja. Und wir haben eine Kamerasperspektive entdeckt, die noch nie einer zuvor gesehen hat. Das müssen wir uns jetzt dringend angucken. Ja, es waren auch unheimlich viele Kameras im Stadion da. Ich kann mich erinnern, ja. So. Ah ja. Thomas Schuss. Ich sag dir beide. Und der Ball ist im Tor. Wer war am Ball zuerst? Klaus Allof oder der kleine Schmidt? Das war der Reporter war wieder mal ein Fortuna-Experte. Ne? Ja, ja, ne? Total. Ja, ne? ja. Der kleine Schmitz. Ja. Würdest du uns jetzt bitte den Schleier lüften, wer hat das Tor am Ende gemacht von euch? Also wenn diese wirklich lange verschollenen Bilder, ne, wenn ich die jetzt so sehe, dann würde ich fast meine Meinung ändern. Aber die ist eigentlich schon, die hat sich bei mir schon verfestigt. Ich glaube, Thomas hat das Tor gemacht. Und ich habe seinen Fuß getroffen. Wahrscheinlich war es so. Also, aber es kann auch anders gewesen sein. Ihr streitet euch aber nicht deswegen, oder? Nee, überhaupt nicht. Nee. Klaus, da wir gerade ganz hinten sind in der Vergangenheit, in der verklärten, wunderschönen, es gab kein Corona, es gab keine Handys, es gab keine Kopfstützen zu der Zeit. Weißt du eigentlich noch, wer dein Zimmergenosse war in deiner Anfangsprofizeit bei Fortuna? Oh, du wunderschöne Fortuna, du sollst ewig deutscher Meister sein! Das weiß ich natürlich, ja? Sowas vergisst man nicht. Prägend war Wolfgang Seel, weil er einfach der, weil der den, ja, mir eigentlich mir beigebracht hat, was Profi sein bedeutet. So, und deswegen ist das in meinem Kopf hängen geblieben. Weißt du, für wen du zum allerersten Mal in der Bundesliga, es war ein Spiel bei Eintracht Braunschweig, eingewechselt worden bist in der 75. Minute? Es war 1975. Für wen bist du zum allerersten Mal in der Bundesliga auf den Platz gekommen? Weißt du das noch? Nee. Weiß ich nicht. Das heißt ja echt nicht? Nee, weiß ich nicht. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt irgendwie auflösen oder was? Ja. Also. Ich habe keinen Joker mehr. Du hast keinen Joker mehr? Warte mal, kommt gerade Besuch? Oh. Wer kommt denn da so? Oh, nee. Komm her! Nee! Hey. Hey. Egon! Und die Antwort wäre gewesen, für Egon Köhn bist du reingekommen. Egon, für dich bin ich eingewechselt worden. Du hast immer durchgespielt. Jungs, nehmt doch Platz. Ich mache mal gerne Platz. Wilfried Wolke, Egon Köhn.
Ja, du bist Waffe. Ich habe noch etwas gemeinsam mit Klaus. Ich habe auch mein erstes Bundesligaspiel in Braunschweig gemacht. Und wie ist es ausgegangen? Aber nach mir. Ja, aber 1966, 4-0 verloren. Die Braunschweig wurde deutscher Meister in dem Jahr. In der Truppe. Übrigens auf der anderen Seite, als du eingewechselt wurde, habe ich ganz vergessen, spielte Alexander Ristic bei der Braunschweiger Eintracht in deinem ersten Bundesligaspiel. Kennt ihr euch noch gut, Alex und du? Nee. Ja, ja. Ja? Guten Kontakt? Aus dem Spiel heraus. Trefft ihr euch regelmäßig noch, die 79er Mannschaft oder so? Ja, die alte Truppe, die trifft sich alle zwei Monate freitags morgens in Bastians, das ist da am Karlsplatz. Und da kommen immer einige Leute, ein paar Presseleute dabei und ein paar andere Fans. Da sind wir immer so 20 bis 25 Leute. Ne? Ja, und im Stadion. Egon sitzt neben mir im Stadion und im Gegensatz zu früher raucht er natürlich jetzt ab und zu mal eine. Ne? Und ihr seid alle fanatische Verfechter und begeistert vom Videobeweis und diesen neuen Dingen alle, oder? Nicht so richtig. Ne? Es ist immer, ich weiß nicht, es wird immer anders ausgelegt. Ne? Zentimeterentscheidungen, die es früher nicht gab, ne? Finde ich nicht so gut alles. Die neuen Regeln hier haben keine Klarheit gebracht, weil die Auslegungen sind immer noch da. Da werden Elfmeter gepfiffen bei der einen Situation, im anderen Stadion wird es gepfiffen, im anderen nicht. Also ist schon ein bisschen seltsam. Ich finde das überragend, eine mega coole Truppe hier beieinander zu haben. Bei Halbangst, Nachspielzeit plus eins, das war sensationell mit euch, Klaus. Vielen Dank, Wilfried Wolke, Egon Köhn. Sensationell, dass ihr da wart. Drückt Fortuna die Daumen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nachspielzeit plus eins im Barbecue. Ich habe mega Spaß gehabt mit euch. Der Klaus freut sich. Glückes. Ja, aber beginnen.